habe ich das nicht. Leck mich doch am Arsch, Krähen. Wisst ihr, was die nicht langsam können mit den Fick-Krähen? Ey, ich weiß nicht, wie weit man davon jetzt wegbleiben soll. Das ist doch Schwachsinn inzwischen. Eisenhütte. Das heißt Richtung Süden, ne? Ja. Also ich habe keinen Durchziel, also durch ein Visier gesehen. Das heißt aber natürlich nicht, dass da keiner ist. Gehört hat er uns, ja. Ich war schon dran vorbei. Keine Ahnung, warum die hochgeschreckt sind. Ist schon genommen. Wer guckt ab, dass er nicht in unsere Richtung ist? Nur eine Waffe. Sieht man auch, hat nichts dran. Nach Osten. Also. Vor oder Wolfshead? Davor. Bei Wolfshead waren gerade Krähen. Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich doch was gehört. Hat ein bisschen mehr Vorsicht, ne? Die waren doch nicht hier. Ja, aber wenn sie ja rechts von uns Krähen hochgegangen sind, das heißt, sie bewegen sich. Das heißt, sie können ja nach hier kommen. Ein Doppelclou ist immer interessant, ne? Also ein bisschen, bevor man drauf losläuft, ein bisschen mal gucken. Alter, durch Outlast will ich nie jetzt durch die Scherben treten, weißt du? Holzverarbeitung. Das ist so eine Verarsche mit den Kränen inzwischen. Ich bin noch nicht vergelaufen, ich bin stehen geblieben, hab mal oben geguckt. Alter, hab ich mich bei dem Zombie erschrocken. Da sind auch bei Ziegelei sind gerade welche. Ach, dass der Zombie da hinter uns herkommt. Hast du das? Ja. Wo
Welche Ziegelei sehe ich nix? Holzverarbeitung waren Schüsse, die haben wir ja beide gehört. Nee, nee, das war Ziegelei, eher die Schüsse. Nee, das war Holzverarbeitung. Das kam mehr aus der Richtung, nicht aus der. Oder mein Lämpchen leuchtet wieder nicht. Doch, es leuchtet. Was für ein Lämpchen? Das für den Surround Sound zuständig ist, ob der an oder aus ist. Wenn er dann mein Kopfhörer nicht leuchtet, ist er nicht an. Warte, es kommen welche aus dem Süden, aus Ziegelei. Einer. Okay, bin in Deckung. Kommt über die Brücke. Oh, sehr nice. Hat sich geil. Unten im Wasser. Haben. Wo ist er? Direkt hier vorne. Da müsste ich die nächste Quest erledigt haben. Das Dumme ist nur, wir können den nicht anzünden. Ich setze eine Falle drauf. Man macht das. Dadurch, dass wir ja den Boss ja eh nicht nehmen können. Nordost. Ja, da. What? Ja. Scheint uns aber nicht fighten zu wollen. Ach schon, hat er sich schon wieder aufgehoben? Weiter durchlaufen. Da ist er uns wahrscheinlich gar nicht bemerkt, weil ich mir gar nicht vorstellen kann bei dem Lärm, den wir gemacht haben. Ja. Ich finde das ja immer schön, wenn man welche laufen sieht und dann nur die Schüsse hört. Weiß man genau, dass so angekommen sind, weißt du? Bei dir. Dann bleibt die Frage, wo ist er hin? Wir haben hier eigentlich die perfekte Stellung, ne? Die müssen hier übers Open Field, ne? Hm. Und falls sie doch nach Norden gehen, sind wir schnell in Richtung Norden. Oh. Vielleicht sollten wir lieber darüber gehen, da ist ein bisschen mehr
Oder du kannst auch hier sitzen bleiben, aber das Mensch. Ich würde sagen, ich bleib hier und du gehst rüber. Ja. Oh, ich kann mich einfach hier hintersetzen, dann sind wir ein bisschen näher aneinander. Sieht man sich so, sieht man mich so? Vielleicht ein bisschen deine Waffe. Geh mal ein Schrittchen nach hinten. Ja, so ist besser. Der Schuss kam von links. Ungefähr 75, 90 so. Ja, von da vorne an der Brücke wahrscheinlich. Sehen tue ich nichts. Soll ich mich um die Hunde kümmern? Nee. Könnte zu laut sein. Ich hab Giftmuni. Ja, aber dann geben mir ja trotzdem Töne von sich. Und der war richtig nah, der gerade geschossen hat. Klingt ein bisschen wie Lucky. Ja, der Schuss kommt sehr nah, ja. Deswegen nicht, dass er nachher hört. Die sehen aber nicht. Der scheint irgendwo da in den Büschen oder so zu sein. Ja, ja, oder da. Da sitzt er oft dran. Richtig böse Stelle für den Boss genommen, hä? Ist jetzt ein bisschen weiter gelaufen. Ich glaube, er ist so 105 jetzt. Die sind im Süden raus. Ach, da läuft er nach. Die laufen zur Südgrenze, alle ja. Ja, der gerade geschossen hat, ist denen auf jeden Fall nach. Ja, komm. Laufen hier an dem Compound vorbei. Hey. Stirb, wenn ich sag stirb.
Da sind sie. Da kommt der zweite. Balken weg. Der Scheiße, hä? Wir sind jetzt im Weißen Haus. Treffer. Warte mal, kommt noch ein Zombie auf dich zu. Ah ne, diesmal war es ich. Zweiter auch. Was war's jetzt, wo ich gerade eh vergiftet bin? Hab einen getroffen. Mhm. Ah, da wo es brennt, glaube ich, oder? Das Haus brennt, ja, von innen. Einer ist nach rechts raus. War das eine im Kimono? Ja. Ja, die habe ich gerade getroffen. Die von hier nicht. Aber es hat sich auch so angehört, als wäre eine weiter rechts gewesen. Wo sind sie? Ping mal. Beide oder nur einer? Einer tot. Einer habe ich auch gesehen. Also beide. Ja, ich denke beide. Einer halt weg. Ja. Ach, wie weit er jetzt gekommen. Zwar kein Kill, aber das hat sie aufgeschreckt. Ja, sie hat gerade versucht, den aufzuheben hier. Ja. Ist hier im Haus drin. Das ist der dritte. Das heißt, wenn er Großbalken hat, ist er jetzt tot. Durchdringungsmuni. Tot. Hey, ich guck. Ja, alles leer. Ich muss hier tauchen. Das erste Mal. Dass sie den dreimal aufgestellt hat, ey. Also zweimal hat sie den aufgestellt. Okay. Ja, da war sie ein bisschen in Panik geraten. Müssen wir Nordwesten müssen wir so. Aber deswegen saß sie hier schön hinter der Fenster, weil der nämlich so halb ja drin liegt, kann die den dadurch aufheben. Ja, und die hat mich überhaupt nicht bemerkt, dass ich auf der anderen Seite hier von der Hütte stand. Die war nur auf mich konzentriert und ich habe dann
quasi mich in die Hütte reingeschlichen, weil ich dachte, vielleicht sehe ich sie. Konnte ich aber nicht, aber ich konnte sie halb. Ah, scheiß drauf. Ich mach noch einen Fetten weg. Was machst du? Fetti. Ein was? Achso, ein Fetti. Ein Fetti. Warum bist du nicht so? Weil ich mag. Geht doch. Hat aber nichts. Ah doch, hat was fallen lassen. Kanalisierung. Ist hier noch ein gepanzerter. Den könnte ich noch gebrauchen. Na, sieht nicht so aus. Na gut. Ja, ich konnte den Fetti nicht gebrauchen, aber ich hatte jetzt hier noch eine Splittergranate geblutet. Von daher dachte ich mir, warum nicht? Ja, ich habe auch eine Splittergranate. Ah! Fuck! Der sitzt da links oben, glaube ich schon. Ah ne, sitzt er nicht. Ich bin rechts. Rechts. Kann ich sehen von da? Ja, kann gut sein. Ist Westen.
fliegen mal in der Richtung. Okay. So 255. So vorne, hier hinter, da, so irgendwo. Das heißt, wir könnten laufen, ne? So. Wir könnten ja nach Norden ein Stück laufen. Uns den Weg abschnüren, ey. Wenn, dann müssen wir schon Nordwesten laufen. Ja. Da ist er jetzt. Ja, ich glaube, er schleicht sich weiter nach rechts. Okay, 3, 2, 1. Das war jetzt schon kein Dingsschlag mehr. Sehr stärker. Das ist sowieso schneller als wir. Hinter uns. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Den Ausgang. Ja, welchen? Ja, zu dem richtigen. Sag mir doch, dass ich falsch laufe. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ja, zu unserem Ausgang. Ja, ich dachte, wir gehen jetzt nach Norden zu dem. Warum? So, okay, das nächste Duell. Jetzt sind wir nicht mehr schnell genug. Ping. Das war getroffen.
erwischt. Nee. Schade. Egal. Also, wir sind raus. Ah, ich wusste doch, irgendwann werde ich die Explosionsammo nochmal feiern. Was ist denn gekriegt? Ja, ich habe schön mit der Explosionsammo ihn jetzt zweimal getroffen gehabt. Dann kamen die Zombies, er konnte sich nicht heilen. Da habe ich ihn nochmal getroffen gehabt und war tot. Ich habe immer so ein paar Pixel sich bewegen sehen. Ich halt mal in die Richtung. Ich habe ihn zwar nicht getroffen, aber erschreckend tut das ja trotzdem. Genau, weil du einen Schläger neben dir hast. Ja, ich habe den jetzt, glaube ich, dreimal oder so getroffen, bevor ich ihn tödlich getroffen habe. Ja, also. Ja, 6 Kills. Hätte er sich vielleicht doch besser zurückgehalten. Wenn wir lebend. Also ich habe einen Solo-Spieler gekillt. Dreier. Und dann habe ich einen vom Duo gekillt. Du hast dreimal den anderen gekillt. Sag ich doch, die hat den zweimal wieder aufgehoben. Dann haben wir den zweiten Solo-Spieler einen Dreier gekillt. Och, ich habe den Zweier dreimal gekillt. Ja, den Zweier hast du dreimal gekillt. Ich hatte es eher gesagt, weil der andere sich dumm verhalten hat, dass er eigentlich dran wäre, Needle-Cleveler gewesen. Aber wenn man sieht, heißt das nichts, ne? Ich glaube aber auch, dadurch, dass wir denselben Skin ja haben, hat die gedacht, ich wäre einzeln. Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Hat gar nicht damit gerechnet, dass ein zweiter noch da ist. Ja, ja, und die dachte wahrscheinlich, ich wäre rübergelaufen und würde den jetzt die ganze Zeit von derselben Seite, wie sie ist, treffen. Ja. Oder genau. Wäre ins Wasser gelaufen und wäre wieder zurückgelaufen. Und ich war überhaupt, hat gedacht so, hä, wo trifft er mich? War total irritiert, weil sie dachte, eben, sie hat es nur mit einem zu tun. Ja, das kann sein. Das kann durchaus sein. Ja, ja, und da halt das einmal jetzt hier, wo ich sie mit dem Pöschi getroffen hatte, war natürlich auch ein bisschen arschig. Ja, gut, aber was Muttermut, ne? So, jetzt habe ich schon wieder eine Quest geendet hier. Ich bin der Questinator. Ja, die nächste Quest. Quaste. Jetzt habe ich Level 2, 3, 4, 1 alle erledigt. Das heißt, ich bin jetzt Level 5. Und da muss ich noch 2. Töte Jäger mit Pirschkäfer. Glaube ich nicht, das geht. Solzers Silber. Was ist denn Solzers Silber für eine Waffe? Keine Ahnung. Soll. Ach, das ist eine Automatik. Okay. Ist, weil ich muss ja noch die andere Quest beenden, also nicht Quest, sondern Aufgabe. Das ist erstmal so, wie es ist. Lieber, dass ich den einen gepanzerten noch kill. Halt. Aktiviert, auch sehr intelligent. Wobei mir auffällt, ich sollte vielleicht auch mal Punkte verteilen, ne? Wäre auch vielleicht irgendwie nicht schlecht. Ja. Ah, ansatzweise zumindest. Ja, Fächer macht Sinn.
Hier muss die macht immer Sinn. Jetzt aber wirklich. Tja, und ich ende die Folge. Bis dann. Tschüss.